Über Nazi-Bands wurde oft berichtet, Bands, die Texte gröhlen, die gegen die Verfassung verstoßen. Wird solch eine Gruppe von den Ermittlern entdeckt, kommt sie meist auf den Index, wird verboten. Allenfalls im Untergrund werden die Platten dann verkauft. Das große Geld lässt sich damit nicht verdienen. Wohl auch deshalb hat die Szene eine neue Strategie entdeckt. Einige Bands sind, einfach gesagt, nicht mehr eindeutig rechts. Verbotene Formulierungen in Songs, Fehlanzeige. Kategorie C ist so eine Band, kommt ursprünglich aus Bremen und wenn Sie die Bilder der Konzerte und der Fans gleich sehen, wird schnell klar, harmlos ist das nicht. Jamila Benkeluf und Nicolas Müller mit der Frage, warum sind die Behörden hier so machtlos? Wenn im beschaulichen Wunsdorf bei Hannover ein Konzert stattfindet, ist das normalerweise kein Fall für den Staatsschutz. Für das kommende Wochenende war ein Auftritt in diesem Gasthof geplant. Erst wenige Tage vorher erfuhr die ahnungslose Wirtin, der Organisator ist ein Neonazi, ein Tipp der Polizei. Die Wirtin selbst sagte daraufhin die Veranstaltung ab. Die Polizei hätte das Konzert nicht verbieten können. Die Band ist eine Hooligan-Band, wie sie sich selbst auch beschreibt, kommt aus dem rechtsradikalen Lager, wird aber vom Staatsschutz im Moment nicht als rechtsradikale Band eingestuft. Es geht um die Band Kategorie C. Im Internet inszeniert sie sich eindrücklich als unpolitisch. Doch wir finden Filmmaterial im Netz von einem Auftritt in Bremen nur wenige Tage alt. Jugendliche schwenken eine Flagge des Deutschen Reiches und heben offen den Arm zum Gruß. So sieht also das Konzert einer Band aus, die nicht als rechtsradikal eingestuft wird. Wir fahren zum nächsten Konzert nach Berlin. Mit dabei ist Ronny Blaschke, Journalist und Buchautor. Er ist einer der wenigen, der sich auskennt im Graubereich zwischen Hooligans und Rechtsradikalen. Wo das Konzert stattfindet, wissen wir nicht. Die Band hält den Ort am Konzerttag geheim. Man muss einen Insider anrufen, um den genauen Ort zu erfahren. Schönow, Dorfstraße, wenige Kilometer von hier entfernt. Tatsächlich, erste Konzertbesucher und eindeutige Gesten. Was war das jetzt gerade? Ja, mach deine Kamera aus, da sieht man mal, dass da nicht jeder akzeptiert ist. Die Polizei kontrolliert Besucher, das Konzert verhindern kann sie aber auch hier nicht. Wenige Meter weiter versammeln sich Fans der Band, wieder scheinbar harmlos vor einer Dorfgaststätte. Ronny Blaschke sucht das Gespräch, auf Reden hat man hier offenbar keine Lust, stattdessen martialische Sprüche. Die einzigen, die Gewalt machen, sind die Linken. Das Weltbild der Anhänger der Band und ihres Bandleaders Hannes Ostendorf. Die Leute, die hierher kommen, das sind auch Mitarbeiter der NPD, das sind natürlich auch Neonazis. Das weiß er und da kann er sich noch so oft distanzieren. Man muss ja nur da mal in seinem Umfeld schauen, wo seine Band aufgetreten ist, von wem sie unterstützt wird bei der Organisation von Konzerten. Da kann er sich noch so oft distanzieren. Die Band hat zumindest einen großen Bezug zum rechten Milieu. Wir wollen den Sänger Hannes Ostendorf dazu befragen. Ein Interview lehnt er hier ab. In einem Internet-Statement heißt es aber, auf unseren Konzerten kommt es weder zu Ausschreitungen noch zu politischen Handlungen. Das wird von unserem Ordnungsdienst und von uns selber sofort unterbunden. Wir haben Aufnahmen von Kategorie C-Konzerten zugespielt bekommen. Unpolitisch hört sich anders an. Frei, sozial und national. Es ist die Parole der rechtsradikalen Szene und der NPD. Wir müssen auch sehr deutlich analysieren, in Zukunft verändert sich möglicherweise deren Auftreten, verändert sich die textliche Gestaltung der Lieder. In der Vergangenheit war die Mehrzahl der Liedtexte nicht eindeutig durchgängig rechtsextremistisch, sondern in erster Linie gewaltverherrlichend und diese Klientel der gewaltverherrlichenden Hooligans bedienend. Wir müssen schauen, ob es dort möglicherweise einen anderen Zungenschlag in Zukunft geben wird. Ein Zungenschlag wie diesen hier. Sänger Ostendorf stimmt Volksweisen an. Hoch aus dem gelben Wagen, setz dich mein Führer fort. Oh, wenn sie Leute tagen, lustig schmettert das Engel. Über Wiesen und Felder leuchtet das Pfeil. Ich tät ja so gerne noch bleiben. Wir zeigen dieses neu aufgetauchte Filmmaterial dem Verfassungsschutz in Niedersachsen.
Solche Lieder, die dort hier gesungen wurden, hoch auf dem gelben Wagen, beinhalten natürlich rechtsextremistische Ideologiefragmente. Das ist klar, hier wird vom Führer gesungen und wir haben ja auch gesehen in den Filmaufnahmen, dass dort der Hitlergruß gezeigt wurde. Eine Eingriffsschwelle für die Polizei, die ja für solche Verbote dann zuständig wäre, ist erst dann gegeben, wenn wir sehen, dass dort volksverhetzende, das heißt strafbewehrte Lieder gespielt werden. Und solange das nicht der Fall ist, kann man ja nicht von vornherein rechtsextremistische Konzerte unterbinden. Verbot bis auf Weiteres unmöglich. Auch für das kommende Wochenende hat die Band wieder ein Konzert in Niedersachsen angekündigt.